Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde, ja, FC 25. Denn nicht oben wieder, sondern ich habe hier eine Testversion von dem Spiel. Fragt mich nicht, woher ich die habe, ich weiß selber nicht, woher ich die habe. Ich glaube, irgendwie durch die Xbox habe ich den bekommen. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Auf jeden Fall stand da, ich konnte irgendwie eine Testversion spielen. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Wegen dem Game Pass habe ich das Spiel, glaube ich. Egal. Wir zocken auf jeden Fall heute mal als Profi. Also wir machen eine Profikarriere. Es gab gerade noch einen Trailer. Ich wollte den eigentlich noch einspielen, aber ich habe zu spät auf Play gedrückt. Da habe ich mir gedacht, komm. Egal, vielleicht schneide ich das einfach davor noch. Mal gucken. Neues Kader-Update erhängen. Aktuelle. Aktuelle herunterladen natürlich. So, neuen Spieler erstellen. Neue Spielerin erstellen. Ah, man kann auch Spielerin als echter Profi spielen. Icon-Profil wählen. Wähle ein Icon-Profil, setze ihn in den heutigen Fußballwettbewerb ein und bringe. Nee, wir machen einfach nur einen ganz normalen Spieler. Ich würde sagen, ich bin der Kollege. Daniel heiße ich jetzt nicht. Dafür heiße ich Stando Gaming, Alter. Hallo? Stando. Mein Nachname ist Gaming. So, okay. Alias habe ich nicht. Keine Kommentar. Boah, ich lasse heute mal auch mal den Kommentator-Dings an, weil ich bin gespannt. Also es gibt angeblich neue Kommentator, weswegen ich jetzt mal anlasse. Gibt es den Namen von mir? Das wäre cool. Warte mal, kann man den hier nicht oben auswählen? Ja, kann man. Muss C, so. Ist doch bestimmt mein Name, oder? Nee. Hier ist alles nur mit CE, warte mal. Kann man den auch suchen? Nee. Nein. Ah, hier ist jetzt CO. Colin, da bin ich. Ha. So. Ja, mein Trikotname ist Stando. Hallo, Stando, bitte. So. Zack, zack. Land, Region ist Deutsch. So. Gehen wir mal weiter zum Korb. Wie sehen meine Haare aus? Ja, doch schon so eigentlich hier. So sehen die aus. Kleidung. Ja, passt eigentlich alles. So, Animation. Keine Ahnung, wir lassen das einfach so. Alle Erinnerungen gehen. Nein, ich will nicht. So, weiter. Okay, Neuanfang. Du beginnst bei Null. Hast alle Karriereentscheidungen in deiner Hand und kannst den Weg gehen, den du gehen möchtest. Große Erwartungen. Du bist in einer erfolgreichen Fußballfamilie aufgewachsen, Weg an der Spitze. Kann ja auch individuell machen. Ja, finde ich gut. Geburtsjahr, wir machen uns so jung wie es geht. Ach so, stark. Ja gut, 17 ist maximal. Ja, Januar ist richtig. Geburtsdatum ist der 13. Leute, ich habe am 13. Januar Geburtstag. Fähigkeitslevel fortgeschritten. Na, ich weiß nicht, wir lassen es so stehen.
Persönliche Stufe? Keine Ahnung. Dominante Persönlichkeit, Freigeist und Teamwork. Ja, lassen wir einfach so. Ja, wir sind Bayern. So. Im Gewicht. Wir sind auf jeden Fall 2 Meter groß. Und sind 110 Kilogramm schwer, würde ich sagen. Ja, doch. So. Bestätigen. Position, Sturm. Kann man auch Tor sein, ja. Okay, das ist interessant. Okay, wir sind aber Sturm. Ja. Finde ich gut. Speicher. Okay. Halbzeitlänge machen wir 5 Minuten. Da machen wir mal auf Weltklasse, Leihgeschäft. Lege fest, ob du von deinem Verein ausgeliehen werden kannst. Nein. Ich will nicht ausgeliehen werden. Transfergespräche locker. Streng. Lege fest, wie wahrscheinlich es ist, dass die CPU-Teams Transferangebote in deiner Profikarriere annehmen. Ach so. Verhandlungen sind einfacher abzuschließen, sind schwieriger abzuschließen. Währung machen wir Euro. Europäische Wettbewerbe. Ja, machen wir ein, ne? Töpfe bearbeiten? Wie Töpfe bearbeiten? Ach so, da kann man. Ah, okay. Ja, dann auf. Ach so, Simulations-Gameplay. Klassisch. Windeffekte machen wir mal hoch. Spiel weht ein schwacher bis mittlerer Wind. Wettereffekte ein. Finde ich geil, dass ich mache mal auf niedrig. Aber ich finde es geil, dass sowas gibt. Seit wann gibt es sowas? Okay. Ist halt FC 25. Wollte gerade schon wieder FIFA sagen. Karriere Profi 1. Ja, lassen wir erstmal so. Zack. Okay. Let's go. Einfach gerade verschluckt. Stark. Ja, komm. Überspring jetzt hier. Nee, ich komme nicht her. Kein Bock hier. Ich kenne das doch schon vom Alten. Wir sind direkt in der Startelf. Okay. Was ist das denn hier? Egal. Verfügbare Skillpunkte. Skillpunkte zuweisen. Warum habe ich denn 45 Punkte? Gut. Weiß ich nicht, aber egal. Wie kann man denn hier Training machen? Begrüße deine Mitspieler. Ja, machen wir mal. Man muss das so gedrückt halten. Ziele prüfen. Neuer Agent. Neue Agentur. Achso. Ziele. Spiele im Startelf. Okay. Nachricht lesen. Fitnesstraining, Kondi, bla 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 bla. Okay, so, wir müssen jetzt mal kurz gucken. Mitteilungen, mein Agent. Nee, nee, nicht verlassen. Wir gehen einfach mal weiter. Alle Aufgaben anzeigen. Neue E-Mail vom Trainer. Es freut mich sehr, dass du zu uns gekommen bist. Hoffentlich bleibst du lange bei FC Bayern München und kannst tolle Erfolge feiern. Mal sehen, ob du dir schnell einen Platz in der Startelf verdienen kannst. Ich bin doch schon in der Startelf. Hä? Neue Investition. Boah, ich will nichts kaufen. Ja, dann gehen wir hier erstmal zum. Alle Aufgaben anzeigen. Ja. Ich weiß, dass es Interesse an dir geben wird. Ich werde mich während der Saison nach Interessanten umsehen. Bleibe im Moment einfach ruhig und. Ja, mache ich. Aber ich verstehe nicht, wie ich rechts auf diese. Ah. Okay, so komme ich hier durch. Mit X kann man Kommentare praktisch. Okay. Aha. Dass ich bei FC Bayern München kämpfen werde. Freude pur, nicht die gewohnte Leistung. Bruder, ich habe noch gar nicht mal gespielt, hä? Heute sind wir alle voller Hoffnung. Volle Träume, neue Saison beginnt. Ich habe einfach blauen Haken, wie geil. Ich bin der blaue Haken. Ich bin der mit dem blauen Haken. Okay,
So, ich würde jetzt aber auch mal loslegen. Ja, Leute. Nein, weiter. Kann ich bitte erstmal jetzt zu diesem blöden Spiel gehen? Endlich. So, jetzt, ja. Jetzt lese ich mir kurz mal die ganzen Nachrichten durch. Sobald die Ligaspiele losgehen, verfolgen Vereine deine Fortschritte. Ja, schön. Beim Aufbau der Karriere geht es darum, Chancen zu nutzen. Zu den Empfehlungen finanziell geht es dir gut. Bla, bla, bla. So, wir machen jetzt erstmal hier Training. Ich hoffe, dass es in diesem Spiel funktioniert, weil im anderen FIFA, im anderen EAFC 24 hat es nämlich nicht richtig funktioniert. So, was machen wir? Ich würde sagen, wir machen Schuss. Nee, wir machen einfach mal erstmal nur einfach. So, das. Dann machen wir passen. Hier kriegen wir, ja, machen wir mal 450. Und dann machen wir hier noch einmal erobern und klären. So. Erste Übung spielen. So, mal sehen, ob das jetzt funktioniert oder ob mein Spieler rumsteht wie so ein. Naja, es funktioniert. Stark. Okay. Bam. Schade. Ah, ein Versuch noch. Das war knapp. Okay. Habe ich geschafft. Was ein Wunder. Ach so, es geht noch weiter. Okay. Stark. Okay. Jetzt aber. Fertig. Okay, fortsetzen. Lückenpässe. Soll ich jetzt zu ihm passen oder was? Oh. Ups. Ach so, ich muss zu denen passen, die den Kreis haben. Ah, ich verstehe. Ja, man sollte auch besser spielen. Ups, gefault. Mann, das ist doch Kacke. Okay, ist zu Ende. Ja, jetzt ist zu Ende, oder? Ja. Ja, wir machen noch mal neu, ne? Ah, Mist. Okay, einmal wurde der Ball leider geklaut. Hä? Was war das denn gerade? Ja, schieß doch direkt in sein scheiß Bein rein, du Spieler. Bruder, nee, das ist doch mit Absicht so. Nee, nö. Ja, der kommt natürlich auch an jedem Kackball. Egal, wir machen weiter. So, erobern und klären. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie, was weiß ich, machen. Geklärt, oder? War es geklärt? Nö. So, wohin? Ich check nicht so ganz. Warte mal, mal ja versucht. So, so soll ich das machen. Und das war falsch. Warum war das falsch? Ah, ich soll das direkt machen. Okay. Oh. Ja, schieß ihn mal rein.
Wir machen noch mal neu. Okay, so. Okay, jetzt verstehe ich es langsam. Ja, jetzt verstehe ich es, jetzt verstehe ich es. Zack. Ja. Bam. Okay, easy. Ja, nein, nicht nochmal neu. Okay, machen wir halt nochmal neu. Nein, 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 nein. Oh, weil ich zu blöd war, den Ball zu... Hey, nee, das ist schon wieder... Das ist doch zum Heulen. Ja, Junge, weil ich jetzt auf einmal das nicht mehr kann, oder was? Pisst euch, Alter. Ich hab gerade aus Versehen auf ein neuer Versuch gedrückt. Nee, ach, scheiß drauf. Nee, komm. Beenden. Ja. So. Kein Bock darauf, Alter. So. Tempo. Ja, machen wir. Weil wir sollten mal auch in Schießen reingehen. Na, so. Zack, zack. Okay, Tempo machen wir nochmal. Ja, komm, wir ballern hier alles in Tempo jetzt noch rein. So. Okay. Dann würde ich sagen, spielen wir den ersten Dingens. So. Ja, Gaming. Sunno Gaming will ich spielen. Dieses Video wird jetzt ewig lang gehen, aber Leute, ich möchte hier mal auch das Spiel spielen. Hallo. Komm. Wartet mal. Deswegen, weil ich direkt machen muss, ist hier einmal einstellen. Nicht Steuerung. Spiel einstellen, ja. Lass ich. Ja, so. Warte mal, was ist denn Pro? Ah, das ist das. Okay. Ne, wir machen hier überall klassisch. So, jetzt können wir spielen. Wir machen uns bereit für den heutigen Doppelkommentar. Jan Platte und Florian Spitz-Sommerfeld. Für Sie am Mikrofon. Und da ist auch immer jeder gespannt, wie kommt man rein in die neue Saison. Die ersten Eindrücke kriegen wir heute, der Auftakt in dieses Vorbereitungsturnier. Ja. Und ich glaube, für Spannung ist in dieser Begegnung auf jeden Fall gesorgt. Erster Spieltag heute also in diesem Wettbewerb. Auf dem Papier ist das eine sehr interessante Partie, die uns erwartet. Und ich bin wirklich gespannt, wem es gelingt, richtig gut zu starten. Und was eine Gelegenheit jetzt. Der alten Arbeit. Ja, stark. Da ist das Tor super nachgegangen. Den Tick Gedanken schneller als die Abwehr. Und nach der Parade. Oder du sollst zu mir passen und nicht in die Beine rein. Ey. Ah, sehr gutes Stellungsspiel. Ball drin. Ja, toller Trick, Junge. Toller Trick, Bayern. Kein Wunder, dass sie nicht Meister geworden sind, Alter. Ja, natürlich. Ordentlich zugelangt. Kein gutes Tackling. Das
könnte sehr gut eine gelbe Karte sein. Ja, da steht er sehr gut. Oh ja. Okay, jetzt aber. Boah, ich schieß, was macht er denn? Er läuft mit dem Ball weiter. Hä? Jetzt könnten sie mal wieder auf den Ball. Guter Ball. Ja, nicht wirklich gefährlich, was hier passiert. Sie spielen es gut. Immer eine Option zur Oder er ist so behindert, dieser Spieler. Dieser Spieler ist so dumm. Schieß doch direkt zu mir. Ey, ich habe jetzt schon keinen Auge auf das Spiel. Kann man nur so behindert sein? Bis die 100 Jahre brauchen. Ein bisschen Risiko. Zweikampf im Strafraum, aber gut gemacht. Jamal Musiala. Und weg ist der Ball. Unwiderstehlich vorbeigezogen. Sieht schön nach innen. Die Fans wollen endlich den Abschluss sehen. Da sagen wir gerne kompromisslos. Weniger Tricks, mehr richtig schießen, Alter. Man ist schon wieder weg. Was ist denn jetzt hier los? Oh, ich hab schon keinen Bock mehr auf dieses scheiß Drecksding. Kingsley Coman. Ah, nimmt der Ball weg. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren, das ist so. Ah, der Torwart nicht mit der idealen Lösung. Ich muss den Dingsbums gleich wieder umändern. Ich habe keinen Bock auf Weltklasse zu spielen. Oder er läuft weiter mit dem Ball. Ich höre auf zu laufen, was macht er? Er läuft noch weiter. Das war ein hartes Tackling. Das war kein guter Zweikampf. Das riecht ehrlich gesagt nach einer gelben Karte. Ja, mir doch scheißegal. Guck mal, wie langsam ich bin, Bruder. Ich komme gar nicht jetzt voran, Alter. Über die Außenbahn versuchen. So, jetzt zieht's die Mannschaft nach innen. Verpiss dich von mir. Du auch. Lässt sich nicht aufhalten. Ich krieg da. Ich hab da jetzt schon keinen Bock mehr. Komm. Vamanos! Hey. Davide Calabria. Nee, Bruder, das ist echt so unmöglich. Ciao. Ben Hazard. Ne, da ist die Kugel weg. Sorry, Leute. Hör auf, Tricks zu machen, Alter. Und das war's. Wir sind durch mit Halbzeit Nummer 1. Kurze Pause für beide Teams. Okay, so. So, rein in die zweite Halbzeit. Die Bayern haben eine klare Aufgabe, diesen Rückstand irgendwie, mal mindestens noch in den Unentschieden. Colin. Jetzt kriegt ihn Jamal Musiala. Die Bayern mit dem Ballverlust. Komm, rennt ihn doch hinterher. Boah, ist das schlecht. Die gucken den Ball zu, hä? Parade.
Boah, die sind ja so behindert. Den kannst du deinem Team gar nicht geben. Ja, definitiv. Kann man nur so behindert sein? Und jetzt ist es ja auch offiziell, es gibt einen Neuzugang zu vermelden. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit der letzte diskutierte Vertrag und in diesem Alter hoffst du natürlich auf genau so eine Gelegenheit. Für mich ist das eine richtig coole Nummer. Viel Erfolg. Ja, selbst da kommen sie an den Ball, ne? Also durch die Beine durch, ja. Mhm. Natürlich. Gute Laufe. Immer jemand frei. Hinter die Kette, gutes Auge hier. Und dann Leao. Gut abgefangen, das hätte gefährlich. Ah, nee, das ist abseits. Timing passt nicht ganz. Ja, aber der Versuch natürlich gut. Kurz raus aus dem Ab. Da ist hier die Riesenchance. Ja, schöner Abnehmball. Rafael Leao bringt den Ball. Weiterhin gefährlich, der war nicht gut gekehrt. Boah, eine super Parade. Alles wieder hinten raus. Jetzt schießt zu mir. Roman. Ja, da dürfen Sie sich wirklich bei Manuel Neuer bedanken, dass Sie nicht mit zwei Toren hinten liegen. Tolle Parade. Und der Linienrichter zeigt da ab. Ja, natürlich. Ja, damit wir kein Tor schießen, ja. Da könnte was gehen. Klasse Ball in die Spitze. What? Ja, gibt den Freistoß und was für eine gute Position. Der kickt mich weg als keine Ahnung was, Junge. Nun, bam, Alter. Ein Tor. Ein überragender Freistoß. Bruder. Also, wir gucken noch mal auf dieses Freistoßtor, bei dem automatisch derjenige, der zwischen den Stangen steht, so ein bisschen mit auf der Anklagebank sitzt. Der Ball geht an der Mauer vorbei, ja, und trotzdem ist er drin. Sieht man nicht allzu häufig. Oder, der läuft nach links weiter. Hallo, ich habe keinen Wechsel angefordert. Das kann jetzt was werden. Macht er gut, knallt den Ball einfach mal raus. Ja, da hat nicht viel gefehlt zum Führungstreffer in dieser Szene. Besse. Aber die Kugel landet nur am Aluminium. Komm bitte. Guter Versuch, aber. So, und jetzt der Versuch. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Der Keeper, der ahnt hier. Der weiß wahrscheinlich sogar, der Ball, der kommt wieder. Deswegen bleibt der schon so, glaube ich, auch so cool. Roman verliert hier die Kugel. Nee. Leute. Das war's mit dem Video. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sonne. Tschüss.